Herzlich willkommen zur allerersten Folge des Retro Rumbles. Wir vier treten gegeneinander an, um herauszufinden, wer der wahre Retro Game Crew King ist. Doch es geht nicht nur ums Gewinnen, es geht um Demütigung und Vernichtung. 6 Spiele stehen an und am Ende kann es nur einen Gewinner geben. Heute ist Mario Kart 64 dran. Also, let's get ready to Retro Rumble! Willkommen beim Retro Rumble. Hier dreht sich alles um die Klassiker der Videospielgeschichte und einzig allein der Skill zählt. In diesem nervenaufreibenden Turnier treten 4 wagemutige Teilnehmer in knallharten Gaming-Herausforderungen gegeneinander an. Am Ende kann es nur einen Retro Gaming Crew King geben. Die Regeln sind denkbar einfach. Wir messen uns in insgesamt 6 verschiedenen Retro-Games. Je nach Spiel treten wir mal alle gleichzeitig an, mal kommt es zu spannenden 1 gegen 1 Kämpfen und in anderen Games ist jeder nacheinander dran. Nach jedem Spiel gibt es Platzierungen vom 4. bis zum 1. Platz, die natürlich dementsprechend Punkte einbringen. Während der Erstplatzierte satte 3 Punkte einfahren darf, erhält der 2. noch 2, der 3. nur noch 1 und der letzte geht komplett leer aus. Nach den 6 Spielen werden diese gesammelten Punkte zusammengezählt und der Retro Gaming Crew King gekürt. Wir starten in den Retro Rumble mit keinem geringeren Klassiker als Mario Kart 64. In 4 Rennen müssen sich unsere Teilnehmer messen und am Ende werden die Platzierungen zusammengezählt. Dabei darf jeder Spieler eine Strecke auswählen. Also, let's get ready to rumble! Also ich sehe Michael als größten Konkurrenten. Der hat ziemlich viel Retro-Gaming-Erfahrung. Kevin und Phil, die sind quasi eigentlich noch Babys. Die mache ich locker fertig. Aber Michael könnte schwer werden. Aber insgesamt bin ich guter Dinge, dass ich auf jeden Fall gewinnen werde. Mario Kart 64 allerdings als allererstes Spiel. Ich sag mal so, Mario Kart 64 ist das einzige Mario Kart, das ich nie gespielt habe. Ich habe sehr viel Double Dash gespielt. Aktuell spiele ich halt auch gar nicht Mario Kart, also das Neueste. Deswegen bin ich da ein bisschen raus, aber eigentlich ist das ja wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Von daher glaube ich, mindestens der 2. Platz sollte drin sein. Und danach die Spiele, da ziehe ich die alle ab. So, gleich startet schon der Retro Rumble. Ich bin echt ziemlich gespannt, was abgehen wird. Ich glaube, dass meine Chancen gar nicht so verkehrt sind gegen die anderen. Ich meine, gut, Michael und Fabian werden natürlich aus ihrer Zeit stammend schon ein bisschen mehr Erfahrung da prägend haben. Bei Kevin und mir sieht das ein bisschen anders aus. Natürlich will ich einfach nicht auf den letzten Platz kommen, aber ich habe schon das Ziel, eigentlich auf den 1. oder 2. Platz zu gelangen. Ich bin sehr gespannt. Bei Mario Kart, muss ich sagen, finde ich die Steuerung sehr, sehr schwierig. Bei den neueren ist es ja schon um ein Vielfaches einfacher. Meine Taktik wird sein, nicht allzu viel zu driften, damit ich einfach nicht aus der Bahn fliege und ja, irgendwie so zumindest den 2. Platz zu belegen. Mal schauen, ob ich es schaffe. Ich freue mich und die anderen Pappnasen, die mache ich auf jeden Fall fertig. Das ist mein Plan. Am besten mal tief stapeln, damit man dann auch schön von hinten das Feld aufräumt und erstmal alle besiegt. Ja, ich glaube, die meiste Erfahrung habe ich wahrscheinlich so mit Retro-Games. Danach wird wahrscheinlich eventuell Fabi sein. Aber ich glaube, meine stärkste Konkurrenz ist definitiv Phil, weil der ist immer für eine Überraschung gut. Vor allen Dingen jetzt bei Mario Kart. Ja, also ich habe zwar viel Mario Kart 64 gespielt, aber das ist schon so lange her. Mal gucken, ob ich die Strecken noch kenne, ob ich die Abkürzungen noch alle kenne. Okay, ich glaube, ich muss ganz ehrlich sein. Ich sehe mich relativ weit oben mit, ich glaube, Fabian und Michael. Da Phil einfach für mich, also ich habe noch nie mit Phil gezockt, aber ich glaube, der ist dann noch nicht so in dem Game drin, auch mit, was jetzt Mario 64 angeht. Ich glaube, hier in diesem Game werde ich sogar einer der Besten sein mit Michael, da Fabian einfach, ich würde schon mal behaupten, er ist ein Boomer mit den neuen Switch-Controllern, da kommt er einfach nicht so gut klar. Aber Michael und mich sehe ich da ganz weit oben, wenn sogar mich als ersten Platz. Okay, wer ist wer? Ich bin Yoshi. Ich bin tot. Ich bin DK. Tot. Luigi. Denk dran, da gibt es eine Abkürzung auf der rechten Seite, wenn du zum Schloss fährst, ne? Kannst du da durch. Mal gucken, ob ich sie hinbekomme. Ah, scheiße. Das war ja wieder ein super Fehlstart hier. Ja. Ich direkt kein Item mitgenommen, Alter. Ich hab direkt eine Bombe mitgenommen. Du warst Luigi, ne? Ja. Alter. Da hast du mich kurz zerfetzt. Oh, Junge, ey, was? Ja, jetzt glaub mir doch die Pilze, Junge! Als erster, okay, stark, stark. Komm schon. Ah. Okay. Scheiße. Jawoll! So, das war dein erster Platz, mein Freund. Ach du Scheiße.
Nett aufgepasst, schön gegen die Wand geklatscht. Ach, du Scheiße, was ist denn da passiert? Aber ich bin immer noch Dritter. Wer ist denn, so weit hinten? Ich? Oh, ich hab mich schlecht die Wand geglaubt aus. Ey, ich hätte gerade so einen riesen Vorteil gehabt, weil ich hab mir den so kaputt gemacht. Ja, ja. Nein, natürlich eine Bombe mit. Nein! Warum trifft mich die Rote trotz Panzer hinten? Gab's hier noch nicht den Lakito, der ihn rettet, wenn man irgendwie so komplett in den Mist reinfällt? Ja doch, den Lakito gibt's, aber der nur, wenn du ins Wasser reinfällst. Ja, ich hab die auch so. Digga, was ist da? Ich kann keinem erzählen. Scheiße. Die Steuerung ist hier echt. Ja, das. Jetzt hab ich ihn gesehen. Ich war auch damals schon räudig. Nein! Nein! Hey, warum fall ich denn jetzt ins Wasser, Mann? Ich hab den Arm. Ey! Warum? Ich knall gegen dich. Ich bin immer noch Zweiter. Okay, doch nicht mehr. Bruder muss los, Alter. Ich muss los. Ach du Scheiße. Ich steck irgendwo fest. Leute, ich komm nicht mehr raus. Ja, du steckst in der Pflanze fest. Die futtert dich dreimal und dann hat sich's erledigt. Aber da kannst du ruhig bleiben. Ja. Ey, diese Kurve. Das war ziemlich knapp. Ich drift schon nicht, ne? Aber ich fahre. Das ich glaube, ich war am Anfang ein bisschen drift. Ey, ungelogen drift. Ich nehme jede Bombe mit. Bombe mit. Warum hast du diese Map gewählt? Die ist ja katastrophal. Ja, ich dachte, die wäre besser. Nein, also. Ich habe jetzt nicht mal geschenkt bekommen. Ja, aber solange ich Zweiter bin, ich sag ehrlich, für das, was mir am Anfang passiert ist, ist das echt fein. Boah, vor allen Dingen klappt das hier noch nicht mal mehr. Alter, du kannst hier noch nicht mal springen. Wer ist Erster gerade, Todd? Ah, ja, ich bin ja, Erster. Das Erste, okay. So, hast du mir eine Blau auf den Hals geschickt wieder? Nee. Ja, ja, das heißt, ist klar. Das ist der wieder. Das war ich vorhin. Ach, das warst du vorhin. Ah, danke schön. Hast du schon einfach ballert oder was? Ja, einen blauen hatte ich schon. Och, Mann. Das war jetzt unnötig. Gern geschehen. Wo seid ihr denn überhaupt alle? Ich bin ganz hinten. Alter! So fliegt man direkt hingehört. Hier rauf, im ersten Platz, Digga. Scheiße. Ach, komm schon. Vor allem, wenn man wiederkommt, fährt er nicht direkt los. Siehst du mich, oder was? Jetzt hör mal, Junge, ist gefährlich. Ich hab's gemerkt. Jetzt mal. Ich bin auch reingefallen. Nein, komm schnell. Also die Lenkung ist wirklich heftig. Die Lenkung ist richtiger Rotz, Alter. Richtiger Rotz. Also, was war das? Ich bin der Meinung, die war definitiv besser auf dem Morgen. Ey, nee. Guck mal. Ja, Mann. Nee. Also, was da gerade passiert, das kann ich mir nicht erklären. Ich wurde gerade von Lucky Twin gesetzt, hab mich einfach einen Stromschlag getroffen. Ich bin einfach wieder zurück ins Wasser gefallen. Leute. Scheiße. Ich weiß nicht, was besser ist. Nochmal auf dem Geschenk saufen mit dem Roten oder sowas? Jetzt hast du mir echt den Zweiten abgezogen, ne? So, da habt ihr das. Komm, meine Rote überhaupt an? Wenn du ganz hinten bist, so, dann wahrscheinlich nicht. Oh Mann. Ja, ich hab mich ein bisschen überschätzt mit der Strecke. Aber nächste jetzt siehst du die. Ey! Ach Mann! Warum komm ich jetzt hier so? Schön im Rough Bang. Ja. Jawohl. Nein! Und ins Wasser gehen! Scheiße! Und ins Wasser gehen! Scheiße, komm schon! Okay, ich hab aber den Pilz. Hier, Digga, das war ein Witz eben, ne? Mit dem Schloss, ne? Also. Hä? Nein! Du musst zurückfahren, nein. Los! Kann ich du Elender! Da! Schön! So. Ja gut, das soll ich jetzt sagen. Ich bin in die gleiche Grube gefahren, ich bin in den gleichen Fluss gefallen. Aber du hast noch ein Item. Warum hast du auf einmal so ein Item noch gehabt am Ende? Weil ich das eingesammelt habe. Dumm. Ja, aber du bist doch runtergefallen. Ja, der ist rückwärts gefahren. Der Lakito hat... Ja. Ja. Dann darfst du jetzt auch die nächste Schreck. Stimmt. Was nehmen wir denn? Was haben wir hier Schönes? Boah, ich glaube, ich nehme Todd's Turnpike. Du hast Bock auf Gegenverkehr, was? Ja. So. Oh, Bande. Oh, das ist so schön dunkel, man sieht ja. Oh Mist. Boah, Bruder, nee, nicht in den LKW, Junge. Hier wird die Lenkung mal richtig Spaß machen. Nee, das ist A4 drin. Ach, komm schon. Ey. Oh nein. Jawohl. Ja. Komm schon. Ey. Oh nein. Ja, komm schon. Ey. Oh nein. Jawohl. Jawohl. Scheiße. Wo sind denn hier die Items? Bewegen sich die Bomben eigentlich vielleicht? Die Bomben, die fahren durch die Gegend. Ich habe eben auch zwei. Sind hier alle immer am Rand oder was? Digga, nein, nicht ins Auto. Ich bin... Nein! Alle kurz, einmal erst. Nein, nicht ins Auto!
Gott, diese Strecke ist so für den Arsch, ey. Klau doch nicht alle, Luigi. Ja, doch, hier, ja, alle. Jawohl. So. Tschüss. Auch noch Stern. Scheiße. Junge, ey, die Lenkung ist so für den Arsch hier. Ja, klar, komm, noch einer. Ey, ich merke schon, die Map war ein absoluter Fehler. Ja. Map ist einfach nur Mist, Junge. Ich komme hier nicht mehr durch. Wie sollst du denn auch hier durch, wenn zwei LKWs da sind? Ja, Elefantenrennen, Alter. Ey, das ist Katastrophe. Oh nein, jetzt ist nicht sogar der Fit. Scheiß auf Alter. Ey, kann ich mit dem Stern die Dinger kaputt fahren? Ja, kannst du, da kannst du durchfallen. Okay, yes. Das ist ein Abwehrschirm. Stern ist ja auf der Karte. Nein, wieder eine Bombe. Oh, schöne Beleidigung. Du LKW! Das ist die Tatsache. Ja, mich hat der Reisebus zweimal mitgenommen, ey. Warum? Der fährt ja aber mittig. Ist bestimmt so eine Kaffeefahrt, weißt du? Alte Omas die um hier ihr Geld betrugen. Komm, komm, komm. Okay, jetzt ist alles gut. Jetzt hole ich mir den ersten Platz. Ja, klar, natürlich. Er holt sich den ersten Platz. Soll noch schön Luigi erwischt? Natürlich. Mit dem Stern, die krieg ich noch. Pass auf. I will find. Okay. Wo sieht man denn die Runde? Welche Runde? Wird mir auch nicht angezeigt, keine Ahnung. Ich glaub, Runde 2 Leute. Ey, das gibt's noch nicht. Ein schweres weißes Auto hinterher. Yo, ich werde von den. Was ist das? Nein, warum hat denn Stern? Nein! Das ist erst die letzte Runde? Nein! Ich dachte, das wär's schon. Okay. Nein! Da kommt er schon wieder mit dem Stern an. Okay. Das bin ich. Ich hab von hinten aufgeholt, Junge. Das war ein ganz großer. Junge, fahr doch dran nach rechts, du! Depp, du! Das war ein ganz großer Fehler, diese Map zu wählen. Alter! Ich krieg euch auch nicht mehr. Alter! Alles mit. Nein! Jetzt zieht er noch an mir vorbei, nein! Und doch schön Pilze! Gib ihm! Komm, bleib einfach an so einem Ding hängen, Junge! Gar keinen Fall. Concentration hier. Wo ist das Ziel? Nein. Ja, klar, natürlich, die Roten landen alle an der Bande. Klar. Nein! Wo ist denn das Ziel? Da! Nein! Boah, fast noch in den Bus reingefallen. Gott sei Dank noch. Ey, fahr einfach. Fahr! Ja. Fahr! Nein! Komm! Ja! Nein! Verdammte Scheiße! Oh. Ja, wer hat die Strecke ausgelegt? Das war so klar, ich hab mich getroffen und dann noch gegen den LKW. Ey! Scheiße, ey! Karma schlägt zu! Ein Autorückschläger! Karma schlägt zu! Mein Adrenalin gerade ist hier, Leute. Einfach mal. Ja, dann darf ich jetzt auswählen, ne? Ja. Jetzt geht's in die ältere Altersklasse. Was haben wir da? Das hab ich gehört. Also, ich bin Luigi. Ich nehme einfach ganz Standard Luigi Raceway. Das ist quasi ein bisschen overpowered, findest du nicht? Hier kommt's auf Skill an. Ich würde sagen, wenn du jetzt verkackst, ne? Ist das so hoch? Hier gibt's zumindest keinen Gegenverkehr, ne? Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Die Bomben gehen reichen eigentlich schon. Ja, genau. Natürlich. Ich hätte gerne. Nein! Ja, toll! Gern 50 Bananen am Heck. Gern 50 Bananen am Heck. Hast du 5 Bananen? Ja, ich hab 5 Bananen. Ich weiß nicht, wie ich die einsetzen würde. Die Bombe. Ich fasse dich. Aber kann man die auch nach vorne werfen hier? Ja, ne? Mit deinen Bananen, nein. Ja. Nein! Jetzt nehme ich meinen eigenen Panzer. Was war das denn bitte? Alter, der Panzer ist einfach bei mir stehen geblieben. Ja, der hat dich auch nicht getroffen. Du wurdest quasi kurz davor von irgendwas anderem. Ja. Und da bin ich ja selber reingefahren. What the hell? Ja, klar. Grüne, die durch die Gegend fliegen, ist klar, läuft bei euch. Grüne habe ich auch gerade gesehen. Da siehst du schon wieder. Oh, das war ganz. Ey, wer hat die rote geschossen? Ja, und noch eine. Aber wer hat denn Fake-Item? Das war ich, bist du reingefahren? Ja. Das hast du verdient. Dafür beruhigt. Oh nein, ich bin schon wieder eine Banane gebrochen. Nein, ich nicht. Nein. Ich komme, Kevin! Bleib stehen! Ich beeil die Bombe. Nein, jetzt hab ich kein Item gekriegt. Das gibt's doch nicht. Gönn dir. Ich gönn dir auch. Phil. Oder wer ist Erster? Hä? Ich bin Erster. Ja. Wieso hast du eine Blaue losgeschickt? Ey, guck mal, da vorne fährt wieder eine komplette. Meine ganze Bananen wurden. Oh, Bruder, ich. Und das kriegst du noch, Kevin. Nein, komm, reicht jetzt. Nee. Okay, das kriegst du so zurück. So. Ey, haltet mich da raus, verdammt! Aus eurem Streit, Junge!
Hey, das gibt's doch nicht, Mann! Ich versuch das einfach nur durchzuziehen. Oh, ich hab das im Moment die Rot aktiviert. Nein! Wer hat das gebraucht? Über die ganze Zeit. Ja, was das? Rot! Ey! Ich wurde von drei hintereinander! Ey, jetzt bin ich letzter. Ja. Wer von euch hat drei hintereinander geworfen? Oh, oh. Ey, wer? Wo kommt die Banane jetzt hin? Wer wohl, Digga? Ey. Und dann nehme ich noch eine Bombe mit. Oh. Das ist die wievielte Runde gerade? Das ist die dritte, glaube ich. Na, ja, nein. Es ist nur. Oh, Digga, was soll das, Mann? Wenn du nicht weiterfährst. Boah, das war gut gefahren. Ja, muss ich mich mal selbst auf die Schulter. Wir müssen gleich alle auf Film, ne? Warum? Ich bin einmal Erster, weil ich bin Dritter. Ja, Zweiter. Hey, so ein Crap. Einmal Erster, einmal Zweiter, einmal Vierter. Wenn ich jetzt einmal Dritter werde, habe ich einmal alles durch. Von was wäre ich eigentlich gerade getroffen? Weil du Letzter bist. Okay, ich wollte gerade sagen. Ey, drei, du hast die drei geworfen, ne? Das gibt Rache. Warum denn Rache? Ich bin in euer Kreuzfeuer geraten. Ja. Halt mich da gefälligst raus, Mann. So, dafür darfst du jetzt aber die Map wählen. Ja, so, jetzt wird's richtig böse. Oh, was kommt jetzt? Nein. Oh, einfach nochmal so ganz Speedrun-mäßig. Oh. Oh, aber hier muss man eigentlich driften, ne? Ja, genau. Oh nein, ich hab den Schuss verkackt. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Läuft. Scheiße. Ja, genau. Ich nehme einen. Ach, ah, ja, Mann. Gute Chance. Ich wollte gerade sagen, gute Chance, euch aufzuhören, dann fahre ich erstmal direkt. Wie fährt man rückwärts? Mit B und dann rückwärts fahren. Das dauert nur. Ja. Okay, okay. Das kriege ich noch. Alter, ich kenne die Strecke. Das krieg ich nicht. Ja? Ich dachte, ich kenne die Strecke noch. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier langfahren muss. Ich komme hier heute. Geh weg. Lass mich mal durch. Nein! Oh, Scheiße, ich krieg kein Item. Ach, nein! Alter, was ist das denn für ein Glitch? Was ist das denn für ein Glitch? Oh, da hab ich den ersten. Nein, das ist die falsche Richtung. Oh mein Gott, wie fahr ich hier? Ey, warum werde ich denn hier die ganze Zeit ausgebremst von der Kacke? Ey, Alter, das funktioniert. Ich fahr zwar nicht gut, aber ich fahr so, dass es funktioniert. Okay, und da fahr ich gegen die einzige Bombe, obwohl mir niemand im Weg steht. Da muss man lang. Ja, ich dachte, ich kenne die Strecke noch. Also ich Leute, ich glaube, ihr verwundet mich gleich, ne? Das war durchaus lustig. Ja, natürlich, und noch so gegen so einen fucking Stein, Alter. Ja, komm, fahr gegen die Mauer, Digga. Fahr gegen die Mauer. Alles gut. Die Mauer ist dein Freund, mein Freund. Ich vergesse immer, dass man kein Gas geben darf. Wenn man die Mauer mag dich gerade wieder hoch. Scheiße. Folge der Mauer, mein Freund. Ey, was ist denn jetzt? Hä? Bist du gegen die Wand gefahren? Ich bin eben auch hier. Ich hab dich nicht mehr berührt. Ich glaube, ich schaffe es heute nicht mehr zum Ziel. Ich sag lieber nichts, sonst freue ich mich nur zu früh. Ich bin auch nur Dritter gerade, ey. Digga, ja, Alter, ich fahre die ganze Zeit gegen den Busch. Jetzt kriege ich nicht mal ein Item. Nein, warum? Och Mann, ey, Alter. Was, was ist denn hier schief? Ja, Mann. Hä? Ja, ich bin runtergefallen wegen dem Blitz. Man kann das nicht, wenn man klein ist, überhaupt schaffen. Nein, kann man unfair ist nicht. Das ja, und jetzt spawn ich hier hinten, also auf dem Dritten. Was ist das denn? Wo ist der? Die Bremsen müssen vorher oder was? Komm. Und jetzt krieg ich das Geschenk nicht. Das ist die letzte Runde. Ich schaff das nicht. Das ist nicht die letzte, oder? Das ist jetzt bei mir. Ja, okay, jetzt ist das die letzte, okay. Und ich nehme den Stein mit. Jawohl. Hm. Warum auch nicht? Na, natürlich. Steine sind gut. Steine noch sind Freunde. Ach, noch eine Bombe. Schön. Echt jetzt? Und ja, ich bin wieder dran. Sehr gut, sehr gut. Da bin ich einmal Erster und dann bin ich direkt. Oh, fuck, Alter. Nein. Nicht. Nein. Alter, nein! Oh mein Gott, ich hätte mich gerade fast selbst erledigt. Oh mein Einer von Gott, ich muss noch einen Fehler machen. Ja, nee, ich sehe da jemanden, den ich haben will. Kein Fehler, Digga, kein Fehler. Kein Fehler. Nein. Warum ist die Brücke auch so eng? Okay, ich habe jetzt auch meine dritte Runde endlich erreicht. Okay. Ja, das Ding habe ich alle. Das Ding fahre ich nach Hause. Jawoll! Ja! Okay. Ah, jawohl. Schade um den ersten. Nicht erwischt. Schade um den ersten. Aber ich bin eigentlich so ganz aus, zufrieden. So sieht's aus. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich glaube, die Leistung kann sich sehen lassen. Scheiße. Ey, echt, dass ich auf meiner eigenen selbstgewählten Map den vierten einmal abgeholt habe, das war ungünstig. Ich hatte die nicht mehr so schwer in Erinnerung. Ja, also, ich weiß gar nicht. Schon. Ich glaube, im neuen Mario Kart gibt's hier auch. Zumindest ja, abgeballert. Ja, aber da fahren die LKWs nicht so. So, wir haben gerade mal die Statistik ausgewertet.
Die Leute sind schon am Schnaufen. Folgendermaßen, erstmal der Gewinner. Auf dem ersten Platz befindet sich der Michael. Und zwar haben wir einfach gesagt, natürlich, wer am wenigsten Punkte hat, indem wir quasi die Plätze zusammenrechnen. Michael mit 8. Das heißt, für den Erstplatzierten gibt es schon mal direkt 3 Punkte, richtig? Genau. Auf dem zweiten Platz darf ich mich glücklich schätzen. Dort bin ich. Ich habe insgesamt 9 Punkte durchs Ranking der 4 Strecken erreicht und habe damit 2 Punkte gut geschrieben. Dann auf dem dritten kommt der gute Fabian. Mit 11 Runden Punkten sozusagen. Ja. Habe immerhin einen Punkt. Immerhin einen Punkt sich gesichert. Das ist ja klar. Leider hier der Jüngste, Kevin. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Wird noch, ja. Wird die nächsten Spiele. Ja. Erstmal gehst du weiter mit 0 ins Rennen, aber wir bleiben wachsam. Ja, ich bin nicht zufrieden mit diesem Ergebnis. Mindestens Zweiter wollte ich werden. Jetzt ist es der dritte Platz geworden. Immerhin ein Punkt schon mal. Besser als nichts. Aber da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Vor allem der Einstrecke, die ich selber ausgewählt habe. Was da passiert ist, von Michael mit 3 roten Panzern am Ende getroffen werden. Das ist wirklich Pech. Kannst du auspiepen. aber es ist das erste Spiel. Da ist noch alles drin. Nächstes Mal ist Street Fighter dran. Da ziehe ich die anderen ab. Definitiv. Die erste Partie haben wir hinter uns. Ich bin eigentlich ziemlich glücklich mit dem Endstand. Zweiter Platz ist nicht verkehrt. Es ist auf jeden Fall im besseren Oberhalb und ich weiß auf jeden Fall im Hinterkopf immer, es ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ich ärgere mich wirklich sehr darüber, dass besonders die Karte, die ich selber ausgewählt habe, dass ich besonders dort dann auch noch so schlecht gespielt drauf habe. Hätte ich vielleicht den Cooper Beat oder so gewählt, hätte das Ganze besser laufen können. Aber gut, hätte. Am Ende des Tages bin ich gespannt, wer das ganze Ding mit nach Hause nehmen wird. Und das ist eigentlich so mein Resümee. Ich bin zufrieden. Wer hätte es geahnt? Ich habe das Ding nach Hause geholt. Und damit mir die ersten 3 Punkte gesichert. So, Phil war natürlich für eine Überraschung gut. Mit einem Punkt hinter mir, das ist natürlich klar. Das ist, ich sag ja, das wird starke Konkurrenz. Und bei den anderen, ja, die haben halt weggeputzt, ne? Muss man mal schauen, wie es im nächsten Spiel läuft. Aber ich denke, ich hole das Ding. Ich denke, ich hole mir den Pokal und dann läuft das. Ja, was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen gekränkt in meinem Ego, aber ich sag mal so, ich starte schwach, aber komme stark raus. Ich habe schon am Anfang gesagt, dass Michael ganz weit oben sein wird. Ich hätte nie gedacht, dass Phil so gut sein könnte. Aber ich glaube, das lässt noch im Ende nach. Aber ich finde es gut, dass Fabian mit mir ganz weit unten ist. Da habe ich noch die Chance, den Boomer einzuholen. Und ich werde das Ding noch rocken, also bleibt gespannt. 5 Games to go. Richtig, so schaut's aus. Alles drin auf jeden Fall. Exakt. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Dir hat das Video gefallen, möchtest mehr sehen? Dann klick gerne hier drauf oder geh auf unsere Seite retrogamingcrew.com. Da gibt es noch ein paar Artikel, die du lesen kannst.